Sie sollten immer erstmal die Arbeitszeit nicht aus den Augen verlieren. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man sich ein Teelicht nimmt. Ein Teelicht, das brennt genau 4 Stunden. Und das könnten Sie so als grobe Arbeitseinheit, Zeiteinheit nutzen. Starten Sie in einem größeren Lernprojekt vielleicht erstmal mit einem Teelicht. Sie halt ein Teelicht pro Tag abarbeiten. Oder wenn Sie schon an der Uni 2, 3 Veranstaltungen gehabt haben, dann ist das halt eher zu Hause Arbeitszeit. Also wenn Sie zu Hause sind oder dann im Projekt stärker involviert sind, dann gehen Sie auf Standard mit 2 Teelichtern und wenn es dann mal sehr intensiv werden sollte, können es auch mal 3 Teelichter am Tag sein. Das funktioniert wie folgt: Sie zünden Ihr Teelicht an, arbeiten und wenn Sie Pausen machen, pusten Sie dieses Teelicht aus und entspannen auch, machen nichts und dann kommen Sie wieder zurück. Kurze Pausen und alle paar Pausen, dann mal eine bisschen längere Zeit. Denken Sie daran, genug Sport zu machen und für einen Ausgleich bringen. Wenn Sie ein bisschen Probleme haben, damit überhaupt anzufangen, ganz wichtig, die sogenannte Salami-Technik. Nicht alles auf einmal machen, tun Sie sich das in kleine, überschaubare Teilschritte aufteilen. Literaturrecherche zum Beispiel kann man auch aufteilen, dass man sich überlegt, wo man überall Literatur recherchieren will und dann fängt man mal an oder man sagt, ich fange erstmal an, 1 Stunde zu recherchieren und arbeitet sich dann so durch. Volkers Bamberg, der hat sich immer solche Zettel geschrieben, wo er drauf geschrieben hat, was er macht und hat sich das dann in sein Arbeitszimmer an einer Wäscheleine hingehängt und hat dann immer einfach einen Zettel genommen, den abgearbeitet und den dann zerknüllt und in den Papierkorb geworfen. Das kann sehr befriedigend sein. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn Sie gar keine Lust haben zum Anfang, dann sagen Sie sich einfach, okay, ich mache einfach erstmal 30 Minuten etwas und danach mache ich was Schönes. Diese 30 Minuten kommen aus der sogenannten Pomodoro-Technik. Da sagt man, man teilt alles in so 30 Minuten Einheiten auf 25 Minuten Arbeiten und 5 Minuten Pause. Und wenn man mehrere solche Pomodoros, also italienisch Tomaten, durchgeführt hat, dann macht man eine bisschen längere Pause. Das hilft, sowas zu strukturieren und überhaupt ins Laufen zu kommen. Ganz wichtig meiner Meinung nach ist, sich selbst zu belohnen. Also, dass Sie zum Beispiel nach 4 solchen Pomodoro-Einheiten einfach eine halbe Stunde ihr Hobby nachgehen. Gitarre spielen, Schlagzeug spielen, irgendwas machen, was ihnen Spaß macht. Oder eine Stunde laufen gehen. Und auch mal größere Freizeiteinheiten einplanen. Also ich sage, okay, nach 3 guten Lerntagen gehe ich abends mal ins Kino mit Freunden, so dass man dann während des Lernens, auch wenn man es ein bisschen hart ist und man vielleicht nicht mehr ganz so will, sich sagt, okay, ich mache jetzt aber trotzdem noch heute Abend und morgen und dafür kann ich dann auch mit gutem Gewissen ins Kino gehen. Und Sie sollten sich vor allem auch vor Ablenkung schützen. Also in der WG können Sie gerne einen Zettel an die Tür hängen. Da steht, Achtung, lerne gerade, keine Störung bitte, irgendwas Nettes. Da sollten Sie sich einfach überlegen, wie das so in Ihre WG reinpasst. Auf dem Rechner ist ganz wichtig, man hat ja häufig heutzutage einen Rechner an, weil man vielleicht auch was recherchiert, gerade wenn Sie eine Hausarbeit schreiben oder irgendwas Schriftliches machen, auch Präsentation vorbereiten. Ganz wichtig, schalten Sie Facebook, IRC, E-Mail, all solche Kommunikationsmöglichkeiten aus. Abgesehen von den ganzen Datenschutzproblemen, es ist einfach schlecht, immer so alle 15 Minuten in Facebook reinzuschauen und dann sieht man da irgendwas Neues, Interessantes und dann hat man wieder ganz schnell 10, 15 Minuten verloren und ist auch wieder komplett raus aus seiner Arbeit. Insofern würde ich Ihnen empfehlen, einen Browser dediziert für Lernrecherche zu nutzen. Das heißt, es gibt ja heutzutage viele gute Browser, also
je nachdem, auf welcher Plattform sie sind. Auf dem Mac haben sie Safari, Firefox und Chrome. Und auf dem Windows-Rechner halt Internet Explorer und Safari haben sie da auch, ja, und Chrome und Firefox wählen sich einen Browser, indem sie halt keine automatische Einstellung, Einloggen für Facebook oder andere Dienste haben, sondern wo diese ganzen Werkzeuge, die wir Ihnen vorstellen, die sich zusammenstellen, also bauen Sie sich im Endeffekt einen Browser als Lern- und Arbeitsbrowser aus, indem Sie sich dann auch wirklich nicht in solche Dienste wie Facebook oder andere mögliche zeitliche Ablenkungspotenziale einloggen. Und auch das Handy sollte möglichst ausgestellt werden oder wenn Sie sich sagen, es muss für meine Eltern und vielleicht für meinen Freund oder meine Freundin erreichbar sein, dann sollten Sie sich ein besonderes Profil anlegen, wo dann tatsächlich nur diese Menschen durchkommen und alle anderen einfach stumm geschaltet sind. Ja, hier nochmal die Quellen dazu und das ist, denke ich, ein guter Start in ein effektives Lernen. Viel Spaß damit.